Also wir treffen uns heute hier am 21. Juli zu einer Kreistagsversammlung, eine Abstimmung über den Verbleib der freigemessenen radioaktiven Abfälle aus dem Kernkraftwerk Neckarwestheim im Kreis Ludwigsburg. Es geht im Kreistag, soll jetzt darüber abgestimmt werden, ob diese Abfälle auf den Deponien des Landkreises in Schwieberding und Horheim eingebaut werden. Und wir von der Interessengemeinschaft Deponien Schwieberding-Horheim sind strikt dagegen, weil wir die gesundheitlichen Risiken als zu hoch ansehen. Wir sind dafür, dass das Material unter Atomaufsicht, dauerhaft unter Atomaufsicht auf dem Gelände des Kernkraftwerkes verbleibt. Und dafür demonstrieren wir hier. Dafür haben wir uns in den letzten Monaten bei den Kreisräten stark gemacht und sind jetzt sehr gespannt, was bei der Abstimmung herauskommt. Danke. Ich bin gespannt, ob jetzt ein taktisches Geschacher wird oder ob man sich inhaltlich auf eine eindeutige Ablehnung oder auch eine eindeutige Annahme einigen kann. Wir, denke ich, haben alles getan, um zu informieren, um wachzurütteln. Alle Kreisräte wissen Bescheid und jetzt sind wir gespannt.